Mein Name ist Stefan Kaufmann. Ich bin heute im Innovationsmanagement der Firma Allplan verantwortlich für die BIM-Strategie und für die Integration neuer Technologien. Und ich würde Ihnen jetzt heute einfach mal vorstellen, was wir im Bereich Punktwolkenverarbeitung in unserem Produkten Allplan gemeinsam mit unserem Partner Scalypso heute in den Markt anbieten. Hier kurzer Überblick über die nächsten 15 Minuten. Also diese Idee des BIMs kommt ja daraus, dass wir Daten Langzeit nachnutzen wollen, also nachhaltiges Datenmanagement. Also einmal erzeugte Daten, sondern in verschiedenen Anwendungsfällen genutzt werden. Und ich zeige einfach ganz am Anfang mal so einen neuen Blick auf das Thema Wert von Daten. Was sind diese Daten eigentlich wert und welchen Wert können wir daraus schöpfen? Außerdem die beiden großen Themen habe ich heute mit dabei. Einmal das Bauen und Sanieren als gesellschaftliche Aufgabe, wie wir heute ja beim Herrn Rust auch schon gehört haben. Und dann eben nochmal das Thema Betreiben mit dem digitalen Zwilling. Und da natürlich auch die Frage, wo kommen die digitalen Zwillinge eigentlich her und wie können wir die besonders effizient eben erzeugen. Kurzer Blick auf die Firma. Die Firma Allplan ist Teil der Nemetschek-Gruppe. Wir sind ein schnell wachsendes deutsches Softwarehaus mit heute über 3.500 Mitarbeitern, 7 Millionen Nutzern weltweit. Sie sehen es gleich, wir sind so organisiert in 4 Segmente und wir wachsen tatsächlich auch im Umsatz schnell. Also als ich vor 5 Jahren dazugekommen bin, da waren wir noch bei 400 Millionen Umsatz und heute gehen wir schon so Richtung 1 Milliarde. Hier ist so ein kurzer Überblick, weil es eben, wir treten tatsächlich als Nemetschek-Gruppe so stark nicht auf, deswegen mal so ein kurzer Blick, wer da alles mit dabei ist. Es gibt also verschiedene Autorensysteme, Graphisoft Vectorworks und wir als Urprodukt des Allplan. Es gibt Software für die statische Bemessung, hier mit Riesa, Frilo und SIA. Wir haben dann eben auch für die Bauunternehmen, und das ist eigentlich auch sehr spannend natürlich für die Vermesser, unterschiedliche Produkte mit Nevadis als ERP-Lösung und Bluebeam als PDF-basierte Plattform und dann eben auch im Operate and Manage-Bereich. Also das heißt, bei uns läuft eigentlich die Wertschöpfung durch und das sehen Sie hier unten. Es gibt auch einen digitalen Zwilling, der eben sicherstellen soll, dass einmal erzeugte Daten in einem Produkt dann auch in anderen Lösungen wiederhergenommen werden können. So schaut es bei der Allplan aus. Wir bieten im Grunde genommen 2 Plattformen an. Das eine ist ein Autorensystem und wir sind eben eine von 2 Anbietern weltweit, die eine ganzheitliche Lösung haben. Also wir bedienen mit einem CAD-System Architekten, Ingenieure, aber auch die TGA-Planer im Hochbau und im Tiefbau. Das heißt, Sie müssen da die Software tatsächlich nie wechseln und zwar angefangen von den ersten Entwürfen bis rein ins Fertigteilwerk hier mit Precast. Das ist so die eine Plattform. Die zweite Plattform ist der digitale Zwilling. Das heißt, was immer Sie bei uns erzeugen, Sie können es auf Knopfdruck in die Cloud schicken, in eine datenbankbasierte Abbildung des Bauwerksmodells. Das ist also nicht so das, was Sie normal kennen. Das IFC-Modell wird irgendwo gemeinsam verwaltet, sondern wir erzeugen richtige Datenbank daraus, die man dann eben die nächsten 80 Jahre nutzen kann. Das ist unser BIM Plus. Und Sie sehen hier links unten das Scalypso. Warum habe ich das mit dabei als einen dieser Partner? Weil es eben unser Eingangstor für die Punktwolken sind. Also egal, wo die herkommen, die Punktwolken, Sie können von dort sowohl in die Desktop-Plattform gehen, als auch dann in den digitalen Zwilling, um die Daten eben mit dem Bauherrn oder anderen Planungsbeteiligten dort zu teilen. Ja, wo ist Allplan im Einsatz? Ich habe schon gesagt, hier zum Beispiel, hoppla, im Hochbau, überall, wo halt nicht nur geplant wird, sondern auch gebaut, wo man große Datenmengen hat, mehrgeschossige Wohnungsbauten, da wo es komplex wird, da ist Allplan richtig, aber es wird auch in kleinen Projekten genutzt. Wir haben auch die Möglichkeit hier seit ein paar Jahren, hoppla, das geht von selbst, mit dem Parasolid-Kern eben auch komplexe Freiformflächen zu bearbeiten. Auch das geht in der gleichen Plattform. Ist natürlich für die Ingenieure hier besonders spannend oder wie zum Beispiel hier im Wasserbau. Wir haben ein Brückenmodul. Warum ich das dabei habe, kommt gleich noch dazu, komme ich dann später noch dazu. Und wir haben auch ein TGA-Modul. Also auch das gibt es direkt in der gleichen Plattform. So, schauen wir mal kurz. Ich weiß nicht, was mit der Präsentation los ist. Ich gehe nochmal zurück. Okay, so sieht es also aus. Wir starten hier mit schwach strukturierten Daten, mit den Punktwolken. Und die Idee, die uns treibt, ist natürlich, wie können wir aus denen eben höherwertige Informationen machen, zum Beispiel
BIM-Modelle oder direkte Wissensmodelle. Und am Schluss natürlich auch, wie können wir damit auch in einem gemeinsamen Modell auch dann die KI so füttern, dass wir Prozesse hochautomatisieren können. Sie sehen, das Ziel ist klar, Qualität der Entscheidung zu erhöhen, aber auch die Effizienz der Arbeitsabläufe. So, schauen wir mal in den Bereich Bauen und Sanieren rein. Unser Portal in die Punktwolke des Calypso. Wir sind an der Stelle völlig hardware-agnostisch, also egal, wo die Punktwolken herkommen. Hier zum Beispiel unser Partner Navis mit mobilen Scanverfahren, aber auch terrestrisch oder über Drohnen oder fotogrammetrisch. Die können alle eben Scalypso verarbeitet werden. Wir haben da ein professionelles Portal, in dem wir die dann ins Produkt rein streamlinen können, in die CAD- und Konstruktionslösung. Was machen die Kunden? Ich würde mal sagen, aus BIM-Sicht leider immer noch ziemlich viel 2D. Also hier sehen wir 2D, also hier ein sehr schneller Workflow, einfach um 2D-Dokumente zum Beispiel für die Ausschreibungsunterlagen zu ermitteln. Das ist vor allem auf der Bauherrenseite eben heute der Standardfall. Wir sind aber auch mittlerweile sehr stark darin, eben Bestandsmodelle zu erzeugen. Hier zum Beispiel dreidimensionale Kontextmodelle. Das wird auch im Bereich BIM halt immer spannender, weil immer mehr Anwendungsfälle auch kommen, wie zum Beispiel bei den Kommunen oder Ämtern, die Baurechtsfragen dort klären wollen. Dafür brauchen sie 3D-Modelle. Und das können wir sowohl über die Punktwolke als auch rechts unten eben über den Anschluss an die Geoinformationssysteme in der CAD super schnell und effizient überlagern. Großes Thema der Zukunft ist klar thermische Gebäudesanierung. Sie haben es schon gehört, vielleicht da noch mal eine Zahl dazu. Also wir werden in den nächsten Jahren nicht nur 400.000 Wohnungen bauen müssen pro Jahr, sondern wenn wir unsere Klimaziele erreichen wollen, kommen da noch mal 200.000 bis 300.000 Sanierungsfälle dazu, also thermische Sanierungsfälle. Also das wird auf jeden Fall für Sie als Vermesser ein Riesenthema werden, das wissen Sie auch. Und wir sind eben glücklich, dass wir hier im Allplan eine GPU-beschleunigte Punktwolkenverarbeitung haben und da auch schon große Punktwolken mit übernehmen können, aber vor allem über Scalypso auch die relevanten Geometriedaten vorab erzeugen. Denkmalpflege ist auch ein großes Thema für die Punktwolke. Sehen wir hier drüben solche Abbildungen, so entzerrte, fotogrammetrische Abbildungen können wir eben auch über Scalypso erzeugen und dann hinterlegen. Das machen eben auch ganz viele von unseren Kunden schon. Schauen wir mal in den Bereich Betreiben rein. Was treibt uns da um? A, natürlich TGA-Modellierung von Industriehallen. Da spielt uns jetzt oder da hilft uns, dass wir ein TGA-Modul haben. Sie können also direkt aus der Punktwolke dann semantische, achsmodellbasierte TGA-Systeme generieren und modellieren. Wir haben hier einen schönen Workflow auch für die Brückenmodellierung. Auch da nochmal eine Zahl, also laut Bundesverkehrsministerium müssen in Deutschland in den nächsten 7 Jahren 12.000 Brücken neu gebaut oder saniert werden. Das schaffen wir nur, wenn wir gute digitale Workflows haben. Und hier mal unser Test eben mit Vigram, die übrigens auch drüben bei uns in der Nähe vom Stand sind, über Scalypso ins Allplan rein. Diese Brücke modellieren Sie in diesem Workflow von Anfang bis Ende in 4 Stunden momentan. Das geht deswegen so schnell, weil diese Brückenmodellierung automatisiert läuft. Also wir haben hier einen vollparametrischen Modellieransatz, der Ihnen hilft am Anfang schon mit 4 Stunden und bei der zweiten Brücke sind Sie vielleicht bei einer halben Stunde, wenn die Brücke eine gewisse Ähnlichkeit aufweist. Also wir beschleunigen Sie, indem wir eben nicht mehr Informationen modellieren, nicht BIM, Building Information Modeling, sondern Building Knowledge Modeling. Wir erzeugen also immer einen Konfigurator, den Sie beim nächsten Mal eben direkt nochmal einsetzen können. Es gibt keine Informationen mehr, alles steckt im Programmcode. So, hier nochmal ein kurzer Überblick über unsere Cloud-Plattform, den digitalen Zwilling. Also wenn diese Punktwolke erzeugt ist, wenn das Modell erzeugt ist, dann laden Sie es hoch ins BIM Plus und da können Sie es jetzt über die nächsten 80 Jahre mit einer großen Bandbreite unterschiedlicher Lösungen nutzen, zum Beispiel mit MCS im Facility Management oder mit NeoTwin im Asset Management. Das sind einfach Systeme, die großen Funktionsumfang bieten für ein optimiertes Erhaltungsmanagement und Betrieb von diesen Bauwerken. Damit bin ich schon am Ende und freue mich auf Ihre Fragen.